Und wo wir gerade bei den Doktortiteln sind, ich habe ein Geständnis zu machen, ich habe eine etwas seltsame Doktorarbeit geschrieben. Die hieß zur Prävalenz von Persönlichkeitsstörungen bei Strafgefangenen. Das heißt, ich bin in den Knast gegangen, ich habe gemessen, wie viele von den Insassen sind so ein bisschen persönlichkeitsgestört, Klammer auf, es sind einige, Klammer zu. Und ich habe damals das erste Mal etwas von dem Konstrukt von Psychopathentum kennengelernt. Also ich habe erstmal verstanden, es gibt den Begriff des Psychopathen nicht nur in Thrillern, nicht nur in Krimis, es gibt die echt. Und was mich wirklich erstaunt hat, die gibt es nicht nur im Knast. Die sind sogar verbreiteter, als man glaubt. Und möglicherweise sind die sogar hier unter uns. Und ich möchte nun eine absolute Koryphäe auf diesem Gebiet ankündigen, die Profilerin Susanne Grieger-Langer. Hallo, danke, dass ihr zu meinem Vortrag gekommen seid. Normalerweise seht ihr mich nicht. Ich bin Profiler. Ihr seht mich vor allem dann nicht, wenn ich an euch dran bin. Früher haben wir noch 3 Tage gebraucht, bis wir alle Daten einer Zielperson zusammen hatten. Heute brauchen wir nur noch 3 Minuten. Ich liebe das Internet. Und die Menschen? Nun, ich glaube an das Gute im Menschen und ich sehe es wenig entwickelt. Um genau zu sein, während ein Esoteriker hinter jedem Busch ein Engelchen vermutet, klopfe ich auf jeden Busch, ob nicht ein Verbrecher dahinter hervorspringt. Also, was macht sie eigentlich? Im Fernsehen seht ihr es so. Immer dann, wenn die Feld-, Wald- und Wiesenpolizei nicht mehr weiter weiß, dann hat die noch ein Ass im Ärmel. Das ist die Visitenkarte vom Profiler. Binnen Sekunden sind auf eurem Flachbildschirm Agent Johnson und Agent Johnson. Mit cooler Sonnenbrille, schwarzem Trenchcoat, schauen souverän über den Tatort, schnuppern an einem abgebrochenen Zweig und verkünden: Suchen Sie einen Weißen zwischen 30 und 40, Verwaltungsfachangestellter, war früher Bettnässer. Und alles, was ihr da seht, ist wahr. Nur, dass ich nicht an einem abgebrochenen Zweig schnuppere. Was hat denn jetzt eigentlich Mord und Totschlag mit Speaking zu tun? Alles. Für die, die hier stehen, denken sich, wäre ich nur tot? Und tatsächlich gibt es den einen oder anderen, der sich tatsächlich selbst um Kopf und Kragen spricht. Darum ist diese Speech dazu da, zu schauen, wie wir mit den Axiomen der Agenten 007 statt 0815 gemeinsam auf Erfolgskurs gehen. Bevor wir das aber tun, möchte ich euch mitnehmen auf ein Profiling der besonderen Art. Und wir sind ganz mutig und wenden das direkt auf uns an. Wir machen nämlich ein Speaker-Performance-Triangle. Seid ihr Performer, ja oder nein? Als ich das erste Mal in den Beruf kam, auch als Profiler, habe ich gedacht, wow, nur Performer, oben an der Spitze der Gesellschaft und sie erreichen alles für uns und machen alles für uns. Als ich dann so ein bisschen mehr Erfahrung hatte, mit Abstand schaute, habe ich gemerkt, die Performer da oben sind nicht immer da oben. Der Engländer sagt nicht umsonst, oben gibt es nur 2 Sorten, den Rahmen und den Abschaum. Und im schlimmsten Falle ist es so, dass, ihr könnt auch da prüfen, ob ihr Rahm seid oder nicht, dass die Performance in den Keller geht und das hat damit zu tun, dass ich sehr gerne an alle die, die performen, die Leistung erbringen, Leute auf deren Schultern stützen und sagen, ich möchte mit abschöpfen. Und Stefan hat schon gesagt, ja, über Psychopathen soll sie sprechen. Das will ich auch gerne tun. Vorher aber noch eins. Ein Performer, ein Leistungserbringer, das ist jemand in unserem Geschäft hier beim Speaking, der nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne Leistungsbringer ist. Der sich als Lieferant sieht für den Kunden
und für die Agentur. Das ist jemand, der am Markt aktiv ist, nicht zwingend in der Szene. Dann schauen wir uns an, womit derjenige womöglich zu kämpfen hat. Da sind die Psychopathen und die meisten von euch glauben, oh, Hannibal Lecter, jetzt wird Blut fließen. Nein, beim Soziopathen vielleicht, beim Psychopathen nicht, das macht so einen Dreck, das geht nicht gut weg. Ein Psychopath ist da ganz eiskalt und eine Frage an euch, kennt ihr Raumschiff Enterprise? Klar, Mr. Spock, bekannt, das ist der mit den spitzen Ohren und der schönen Frisur. Mr. Spock ist Vulkanier, der sieht auf den ersten Blick aus wie ein Mensch, ist es aber nicht. Und es gibt sehr merkwürdige Szenen bei Raumschiff Enterprise. Da hat man einen neuen Planeten entdeckt, die Crew ist auf Planetenerkundungsgang, aber böse Aliens phasern unsere Leute weg. Schockiert auf der Brücke weint Lieutenant Uhura, die mit den langen roten Krallen, die Kommunikationsoffizierin, und Mr. Spock sagt, Lieutenant Uhura, ihre Augen sind defekt. Da kommt Wasser raus. Lieutenant Uhura sagt, nein, so sind wir Menschen, wenn wir weinen, das entlastet uns, das ist gut, das brauchen wir. Und Mr. Spock sagt, faszinierend. Mr. Spock lernt, wie die Maschine Mensch tickt, faszinierend. Und ein Psychopath ist ähnlich wie Mr. Spock, allerdings mit zwei weiteren Problemen. Erstmal hat er nicht die schicke Frisur und die spitzen Ohren, um ausgeschildert zu sein. Und zum anderen hat er nicht wie Mr. Spock ein eingebautes ethisches System. Ein Psychopath kommt quasi mit so einer Art Herstellerschaden zur Welt. Das ist das, was wir im Deutschen falsch verdrahtet nennen. Der Draht von Gehirn zu Emotion liegt zwar, ist aber nicht auf on geschaltet. Der Psychopath kann ihn wieder andrehen und sagt nicht unsere Kollegin Sabine Askodom immer, Stress macht blöd? Warum sich den Stress geben? Also klack, wieder auf. Damit läuft der Psychopath quasi unerkannt durch die Gegend und wir unterscheiden natürlich zwischen denen, die viel Intelligenz haben oder wenig und denen, die viel Gewaltbereitschaft haben oder wenig. Wenn jemand wenig Intellekt hat und viel Gewaltbereitschaft, dann ist er noch vor dem 18. Lebensjahr typischerweise im Knast, weil zu dusselig, sich nicht packen zu lassen und zu krawallig, um fünfe gerade sein zu lassen. Mit denen bekommt ihr es selten zu tun. Habt ihr es mit jemandem zu tun, der wenig Intellekt hat, wenig Gewaltbereitschaft, dann ist er erst ab Mitte 20 im Knast, weil immer noch zu blöd, sich nicht packen zu lassen. Aber auch ein bisschen lieb und nett, mehr so kleinkriminell. Da werdet ihr es wahrscheinlich auch nicht mit zu tun bekommen. Wenn ihr jemanden habt, der einen hohen Intellekt hat und eine hohe Gewaltbereitschaft, dann wird derjenige bei der Mafia sein. Vielleicht habt ihr nicht unbedingt Kontakt. Wenn jemand aber einen hohen Intellekt hat und eine geringe Gewaltbereitschaft, dann wird er wohl im Topmanagement sein. Das sind die, vor denen ihr sprecht. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum traut die sich jetzt hier so zu sprechen? Der Psychopath ist damit akkord und sagt, ja, passt schon. So bin ich. Gute Sicht auf die Dinge. Übrigens glauben viele, es gibt gar nicht so viele Psychopathen. 1% der Weltbevölkerung sind so hart psychopathisch diagnostizierbar, dass sie eigentlich ganz woanders hingehörten. Jetzt hatte mal eine Gruppe von Controllern gesagt, ach, dann ist ja nicht so schlimm. Gut, dass es nicht meine Controller sind, es wird mir Angst machen. Stefan, wie viele Leute haben sich hier für die Convention angemeldet? Circa 350. 350, 3,5. Guckt euch doch mal um. Ja, wahrscheinlich habt ihr schon Ideen, oh, ich weiß genau, wen sie meint. Aber wir hatten ja von Performern gesprochen und Psychopathen sind auch wirklich echte Performer, aber mit einer eigenen Agenda. In den 1950er Jahren gab es mal die Idee bei der CIA, wir machen mal so eine Art Sondereinsatz-Psychopathenkommando. Die nieten alles weg. Diese Einsatztruppe existierte exakt 3 Wochen. Das Problem beim Psychopathen ist, der macht, was er will. Die sollten die Waffe ausprobieren und haben sich gedacht, in die Luft schießen ist ja auch blöd. Busch. Während der Mafioso sagt, Luigi, musst du verstehen, hast du dich nicht an Regeln gehalten? Busch. Sagt der Psychopath, ey, geht die? Buff. Oh, ist jetzt blöd für dich. Das heißt, der Psychopath wird nicht nur zum Feind schießen, sondern auch zum angeblichen Freund. Ihr wisst nie, was er tut. Vorsicht, derjenige ist so lange nett zu euch, wie es ihm dient.
Aber Psychopathen unter den Speakern? Durchaus. Sie werden auch den Markt der Speaker als Markt für sich entdecken. Und so ein typischer Psychopathenspruch würde sein, so viele wunderbare Speaker, ich sehe bei jedem von euch 10.000 Euro pro Speech. Garantiert. Und was tun sie damit? Sie triggern eure Sehnsüchte und eure Ängste, sie verkaufen euch Hoffnung, um dann zu sagen, ja, musst halt schon noch selbst machen. Jetzt könnte man sagen, Psychopathen sind ja nicht weiter maligne, da nur 1%. Dummerweise kumulieren sie sich im Top-Management auf 14,5%. Warum nicht auch im Top-Speaking, denke ich mir. Vielleicht gucken wir nochmal genauer, vor allem, was wir damit machen. Ich hatte früher die Psychopathen immer komplett auf Sendung und habe gedacht, gefährlich, da müssen wir Acht geben. Es gab aber auch so Menschen, mit denen wurde ich nicht warm, die fand ich schwierig und trotzdem sahen die so niedlich aus, die konnten keine Psychopathen sein, waren es auch nicht und dennoch geben die eine Menge Sand ins Getriebe. Das sind nicht die Psychopathen im Performance-Dreieck, das sind die Pfeifen. Eine Pfeife, was ist das? Jetzt nicht wissenschaftlich korrekt ausgedrückt, auch nicht politically correct, aber emotionally correct. Eine Pfeife, das ist jemand, na, ich sag mal, von Geburt Sohn oder Tochter, sieht sich kurz vor Kanzler, kriegt aber keine PS auf die Straße. Das sind die Personen, die mit Geltungsdrang beseelt sind, gleichzeitig aber kombiniert so eine Art Selbstreflexionsschutz haben, der sie davor beschützt, wahrzunehmen, was ist. Jetzt kann man sich fragen, wie kann man denn nicht merken, es nicht drauf zu haben? Wie kann man denn so wenig in Kontakt mit der Realität sein? Und das ist ganz einfach. Ich male es euch auf und danach seid ihr prima Profiler. Wenn das jetzt ein Mensch ist, ich sage es dazu, was ich male, damit ihr eine Chance habt, dann kommt der typischerweise mit einer Fruchtblase umgeben erst einmal in diese Welt. Die natürliche Fruchtblase platzt und es gibt aber trotzdem noch eine Fruchtblase, in der wir bleiben. Das ist der sogenannte Bezugsrahmen. Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen, in dem wir Erfahrungen machen. Ja. Und typischerweise bei etwas so Engem am Anfang müssen wir uns dehnen und strecken und machen und tun. Also kommt von außen ein Impuls, dringt direkt ein, wird verarbeitet, im Herzen auch noch und macht den Bezugsrahmen weiter. So ist es beim Performer. Ihr kommt zur Convention, lernt was, sagt, wow, wie geil, das mache ich, das werde ich jetzt auch tun. Dann seid ihr Performer. Die Pfeife macht das anders. Die denkt sich, das ist echt Stress, so viel Arbeit. Das ist jetzt auch unangenehm zu sehen, dass ich vielleicht nicht ganz weit oben bin, also mache ich es anders. Der Impuls kommt, ich fälsche ab, alles, was mir passt, kommt rein, alles, was nicht passt, fälscht ab. Wunderbar, hervorragend. Im Speaking geht das so, die Anforderungen der Zielgruppe werden abgewertet, die eigene mäßige Performance aufgewertet und unterm Strich, klack, ist die Schlaftablette ein Kracher. Da sagt man immer, ich war geil, ich bin super, ich rocke. Darf ich noch ein bisschen lästern? Vorab noch, falls jemand bei sich überlegt, bin ich eine Pfeife? Kann ich sagen, ihr kriegt direkt jetzt den Persilschein, weil alle die, die sich das jetzt bang gefragt haben zwischendurch, sind es nicht. Weil die Pfeife hat definitiv so eine Art Ganzkörperkritikkonto. Sie merkt es nicht. Deswegen traue ich mich auch so offen darüber zu sprechen, weil die, die jetzt Gegenstände werfen müssen, die merken es gar nicht, dass sie gemeint sind. Es ist völlig sicher für mich. Leute, seid ihr böse. Also, ich könnte jetzt ja aufhören und sagen, es gibt diese drei, aber seien wir ehrlich, es gibt noch viel, viel mehr. Und zwar, auf der oberen Phalanx zwischen Pfeife und Psychopath, haue ich euch noch einen rein, das ist der Poser. Das ist so eine Twitter-Geschichte zwischen Pfeife und Psychopath, um genau zu sein, hat sich eine Pfeife aufpsychopathisiert. Die ist von dem Psychopathen auf Krawall gebürstet worden und sagt jetzt, ich bin hier der Checker. Jetzt traue ich mich was. Das sind die, die dann sagen, ich rocke Länder und Leute. In der Wirtschaft
Ist das eher so jemand, ich sag mal so ein Young Consultant, 23, wohnt bei Muttern, die ihm auch noch die Stullen für ihre Pause schmiert? Kommt mit dem Klemmbrett zum gestandenen Unternehmer, hat so dicke Eier, dass er kaum laufen kann und verklickert dem Unternehmer erstmal, wie man kühne Entscheidungen trifft. Der Poser merkt nicht unbedingt viel. Was mich schmerzt, ist nicht der Poser, den finde ich noch witzig. Was mich schmerzt, ist, dass der Psychopath den Poser nach vorne schiebt, den Poser abschöpft. Das ist das, was wir einen Strohmann nennen. Der Poser wird die Prügel bekommen und hat gedacht, er hat jemanden im Rücken, der ihn stärkt. Aber der Psychopath wird die Abseitsfalle machen und sagen, ha, wenn du halt nicht performst beim Kunden, kann ich auch nichts machen, ist jetzt blöd gelaufen. Liebe Leute, überlegt gut, mit wem ihr euch zusammentut. Kommen wir mal zu denen, die nicht nur posen. Auf der Phalanx zwischen Performer und Psychopathen habe ich noch was einsortiert. Ich nenne sie die Patienten. Auch wenn sie frei rumlaufen. Das sind die Narzissten, die Histrioniker, die Borderliner und was wir sonst noch so haben in der freien Wildbahn. Jetzt mal ein ganz kurzer Abriss der Idiotie. Es gibt die Nosologie. Das sind psychische Krankheiten, zum Beispiel wie Depression, das kann man heilen. Und dann gibt es psychische Störungen wie Narzissmus, das kann man nicht heilen, aber das könnte man managen. Die Frage ist aber, wer ist der Manager? Die Patienten selbst sind verkappte Performer. Das Problem ist aber, wer managt den Patienten? Denn gerade für die Patienten gilt, stellt euch euren Macken, sonst stellen eure Macken euch. Wenn ihr euch euren Macken nicht stellt, könnt ihr Gift darauf nehmen, dass der Psychopath euch für sich benutzt. Letztendlich kommt es für uns darauf an, wer kriegt die Patienten zuerst in die Finger? Wir Performer, um im Rudel zu jagen, oder die Psychopathen, um sie vor sich herzujagen. Und diese Entscheidung muss sich der Patient stellen, aber auch der Performer. Apropos Performer, ich glaube, dass viele hier sind, die sich fragen, bin ich ein Performer? Und von denen ich sagen würde, du kannst es sein. Jetzt bist du noch ein Pendler. Auf der Phalanx zwischen Performer und Pfeife. Das sind die Performer, die noch nicht das Selbstbewusstsein haben, sich gegen die moralische Manipulation der Pfeife durchzusetzen. Die Pfeife selbst kann nicht viel. Und es ist sehr gut, wenn das Umfeld noch weniger kann, weil dann steht die Pfeife gut da. Und kennt ihr das? So dieses schleimig nette, du, weil ich deine gute Freundin bin, sage ich dir das. Meinst du, das ist dein Weg? Derart an das Gute in der Pfeife glauben, zuckt der Pendler zurück, hat noch nicht das Rückgrat zu sagen, doch, ja, das will ich, geht von 100% Performance auf 50 runter und denkt sich, oh mein Gott, vielleicht nicht. Was soll ich denn tun? Ja, du musst schon schauen, dass dich alle mögen, Klammer auf ich, was ich natürlich nur tue, wenn du nicht zu stark wirst. Kennt ihr das? Ihr werdet stärker, ihr entwickelt euch und dann kommt jemand und sagt, du bist aber kalt geworden. Jo. Derart gebrieft, denke ich, können wir doch sagen, wir bereiten uns so auf und vor, um Performance nach oben zu bringen. Ich hatte schon was angedeutet. Der größte Fehler, den die Performer betreiben, ist, dass sie nicht im Rudel jagen. Ich möchte, dass ihr eure Ängste vergesst, dass ihr euch aufrichtet gegen die Pfeifen und dem Psychopathen die kalte Schulter zeigt. Dann könnt ihr so, wie ihr seid, dauerhaften Erfolg erreichen. Dafür habe ich euch mitgebracht die 007 Axiome der Agenten. Tatsächlich gibt es Verhaltensregeln für Agenten. Warum habe ich die jetzt nur? Das hat damit zu tun, dass ich unbedingt Agentin werden wollte, als ich 8 war. Im letzten Jahrtausend hatte ich dann auch recherchiert, wie wird man das, also Frau. Das bedeutete, dass ich quasi alle VHS-James-Bond-Kassetten rauf und runter geguckt hatte. Und statistisch signifikant stellte ich fest, es gibt ein Problem. Es sind die Frauen, die ganz früh sterben. Ich fand, das war kein Ziel. Das musste anders werden. Dann ist mir nicht gegeben, nicht aufzufallen, was wichtig ist. Jetzt bin ich Instructor für Survivability. Was ich also hier mitgebracht habe, ist ein Psycho-Cocktail. Ich habe dabei die Problempsychologie, das hatten wir schon, das mit den Pfeifen und Patienten. Die Problempsychologie fing an mit Freud,
der schwer beeindruckt von Schopenhauer, der war noch frustrierter, dann an seine Nosologie ging und sagte quasi, jeder von euch hat einen an der Waffel. Wenn ihr keinen habt, seid ihr nicht genau genug untersucht. Dann in den 1980er Jahren kam wer anders und sagte, ja, aber guck doch mal, die freuen sich ja hier alle, obwohl du sie ausschimpfst. Haben die jetzt ganz speziell so einen an der Waffel, dass sie es nicht merken? Pfeifen. Oder aber gibt es eine Chance für Leute, die einen an der Waffel haben? Ja, dann kam die positive Psychologie auf. Resilienz, Glücksrezepte, all diese Dinge. Es gibt aber noch einen Bereich, der wichtig ist für Leute im Direktfrontaleinsatz, so wie wir. Der nennt sich Survivability, das ist die Nachrichtendienstpsychologie. Das ist die Psychologie, die sagt, überlebe in einem Raum voller Leute mit schwer einem an der Waffel. Und das geht folgendermaßen. 001 ist Orientierung. Und ich frage das direkt mal ab, dann können wir checken, wie weit seid ihr schon. Wer von euch weiß, wo es gleich die Kaffeepause gibt? Ja, alle sind noch wach, wunderbar. Wer von euch weiß, wo die Toiletten sind? Auch gut. Wer von euch kann mir spontan 2 Notausgänge nennen? Ja, so ist Mensch, ne? Wo ist das Futter? Wo bringe ich es weg? Und für die Krise null checke. No risk, no fun, Leute. Jetzt können wir natürlich hergehen und sagen, hey, ich habe das Hotel gecheckt, jetzt bin ich ein prima Speaker. Braucht vielleicht doch ein bisschen mehr. Natürlich braucht es auch eine ethische Orientierung, deswegen haben wir eine Ethikkommission. Es braucht aber vor allem für jeden Einzelnen von euch eine Orientierung, eine Wurzel, von wo ihr kommt. Ich frage euch nämlich nicht, warum ihr auftretet. Ich frage euch, warum ihr antretet. Die Pfeife tritt an, um beklatscht zu werden. Da geht es nicht um eine Botschaft, die zu senden. Es geht ihr um den Beifall. Das ist missbräuchlich. Da wird das Publikum missbraucht für den eigenen narzisstischen Wunsch. Was es braucht für euch, ist eine Botschaft, ein Warum tretet ihr an? Und ich habe von vielen Kollegen schon gehört, warum das Warum so wichtig ist. Viele sagen, was ihr Thema ist. Okay, es gibt auch die, die noch nicht mal das haben. Aber dann gibt es noch welche, die sagen, ich bin noch weiter und ich kann noch sagen, wie ich mich von anderen unterscheide. Und während ihr bei was und wie seid, seid ihr im Kampf, in der Konkurrenz, weil die anderen können einfach nachziehen. Wenn ihr aber mit dem Warum daherkommt, mit dem Kern, warum ihr überhaupt antretet, was euer Beweggrund ist, dann geht es nicht mehr um Nutzwert, auch wenn der wichtig ist. Ich kann euch sagen, warum ich antrete. Ich trete jeden Tag an und auf, um Leistungsträger zu unterstützen. Denn ich glaube an Leistungsträger und ich sehe sie von Pfeifen und Psychopathen umzingelt. Entsprechend will ich sie befreien und das ist mein Warum. Was ist deine Botschaft? Mal ganz abgesehen vom Beifall. Warum trittst du an? Und wenn ihr diese Botschaft kommuniziert, und zwar gleich am Anfang, werdet ihr feststellen, dass ihr deutlich mehr Engagement beim Zuhörer habt. Diese Orientierung wird unterstützt von 002 Entscheidung. Und hier haben wir Deutschen eine Macke. Wir denken gern so schön klein. Und ich möchte gern mit einem privaten, heute morgigen Erlebnis erklären, wie es nicht geht. Ich kleide mich heute Morgen so an und der Bund meiner Hose sagt mir, dass ich und die Bikini-Figur nicht das sind, was ich geplant hatte. Jetzt muss ich mir überlegen, ankleiden oder atmen. Die gute Erziehung siegt. Und kurzatmig und unter Sauerstoff im Hirn treffe ich eine Impulsentscheidung, sage, das muss anders werden, ich nehme ab. Ich schwanke runter zum Buffet und treffe direkt auf die amerikanische Version des Candice, Kellogg's Frosties, und sage, meine Freunde, hallo. Dann kommt noch irgendwo dumpf was durch, ja, es schmerzt doch hier was, war da nicht, hatten wir nicht eben, ach ja. Ich will es mal kurz machen. Ich diskutiere mit jeder Haferflocke, mit jedem Plunderteilchen. Die Chinesen schieben mich Gott sei Dank von dem süßen Buffet dann weiter weg. Dann da bin ich noch da. Moment, ich kann Fettiges essen, wenn ich was weglasse. Was war das gleich? Und ihr merkt schon, ich habe kein Konzept. Aber irgendwie schalte ich mich wacker. In der Vormittagspause schütze ich wichtige Telefonate vor. Mittags werde ich auch irgendwie so mich vorbeidrängen können. Und um 16.30 Uhr hat es mich. Innerhalb von 5 Minuten haue ich mir mehr Kekse und Kalorien rein, als ich sonst über den Tag geschafft hätte und sage, ja, das mit dem Zunehmen, das liegt am Alter. Das ist keine Frage des Konzeptes, das ist eine Frage des Alters und der Konstitution.
Also, was ist passiert? Ich treffe keine wirkliche Entscheidung. Ich habe einen Schmerz, gebe dem Schmerz nach und solange ich den Schmerz habe, merke ich mir das vielleicht noch, solange nicht ein anderer, größerer Schmerz kommt. Was wir brauchen, ist aber eine große Entscheidung. Nicht, ich könnte mal heute über Motivation sprechen. Oh, da wird ein Speaker gesucht für Schlankheit, da mache ich doch das. Da ist noch was mit Familien, da mache ich auch das. Ich brauche keine Impulse, mal eben, sondern warum tretet ihr an? Was ist eure Orientierung? Und dann braucht es eine große Entscheidung. Seid ihr jetzt Speaker oder nicht? In welchem Segment wollt ihr performen? Wirklich oben bei den CEOs oder in einem anderen oben bei lippischen Landfrauen? Alles ist in Ordnung. Aber bitte trefft eine Entscheidung. Denn wenn ihr immer hin und her rutscht, dann weiß euer Publikum sowieso nicht, wo ihr hin wollt. Ihr wisst es auch nicht und das macht euch prima unsicher. Und ihr könnt nichts besser tun, um euch unerfolgreich zu machen, als euch selbst zu verunsichern. 002 Entscheidung, 003 Fokus. Denkt es euch in Englisch, Focus mit C. Follow a course until success. Die Pfeife fokussiert den Beifall. Der Performer die Botschaft. Und der Psychopath fokussiert die Beute. Vorsicht. Was wir brauchen, ist, bei der großen Entscheidung zu bleiben. Lieber Zeit brauchen, um die Entscheidung zu bekommen, aber dann dabei bleiben. Disziplin, ihr merkt schon, jetzt wird es langsam wirklich unsexy, ja? Ich frage euch, macht ihr das wirklich, dass ihr immer auf dem Punkt da seid, dass ihr euch immer vorbereitet, dass ihr euch immer nachbereitet, dass ihr wirklich dranbleibt? Schmerz, Affinität ist ein Mittel für Erfolg. Das hört sich verrückt an, aber die, die mit Schmerz umgehen können, die Entscheidungen im Sinne von Enttäuschungen wegstecken können, die Durststrecken durchhalten können, die werden Erfolg haben. Die Pfeife meidet den Schmerz. Und wenn ihr kein Warum habt, 001, macht Schmerz keinen Sinn. Wenn ihr ein Warum habt und einen Weg, dann ist Schmerz kein Problem. Erinnert einfach nur die letzte durchzechte Nacht. Da habt ihr auch nicht aufgehört zu plauschen, nur weil ihr müde wart, oder aufgehört zu tanzen, nur weil die Füße wehtaten. Im Gegenteil. Darum braucht es Disziplin. Was ich aber feststelle, ist, die meisten von uns erliegen den 3F der Verlierer. Faulheit, Feigheit, Fixation. Achtung, nur weil ihr fleißig seid, heißt es nicht, dass ihr fleißig an eurem Erfolg arbeitet. Vielleicht seid ihr im Tagesgeschäft so aktiv, dass ihr für Liquidität, aber nicht für Rentabilität arbeitet, was den Effekt hat, ihr reibt euch für die Ansprüche anderer auf. Vorsicht vor Psychopathen und Pfeifen. Die lassen euch gerne für sich arbeiten. Feigheit. Traut ihr euch? Ja, hier euch hinzustellen, ja. Aber auch eure Meinung voll zu sagen, wenn ihr wisst, dass die anderen der anderen Meinung seid? Zieht ihr es wirklich durch, eure Botschaft? Und Fixation, seid ihr eigentlich à jour? Also was gerade am Markt geschieht? Oder hofft ihr, dass man das Internet abstellt, damit ihr nicht so einen Stress habt mit dem Blogging? Was ihr braucht, sind die 3K der Gewinner. Das sind hier nicht Kinder, Kirche, Küche, sondern Klarheit, Kompetenz und Konsequenz. Diese 3K bringen euch durch, aber nur wenn ihr Klarheit habt, kommt ihr weiter. Was viele tun, ist, dass sie sagen, Kompetenz, Kompetenz, Kompetenz. Rhetorikseminar, PowerPoint-Folien. Aber habt ihr wirklich Klarheit, worüber ihr sprecht? Habt ihr die Konsequenz, dabei zu bleiben, auch wenn es mal gerade nicht gefragt ist? Es kommt auf Klarheit und Konsequenz an. Auf nichts weiter. Kompetenz könnt ihr kaufen. Möglichst nicht beim Psychopathen. Ihr merkt schon, ich werde schnell, weil wenn die Basis stimmt, braucht es nicht mehr viel. 005 Achtsamkeit. Ich frage euch nur, was eure Eltern euch gefragt haben, wenn ihr von der Schule kamt und raus zum Spielen wolltet. Mit wem gehst du spielen? Mit wem umgebt ihr euch? Ihr habt jetzt, es ist der 12. September, es ist 13.48 Uhr auf meiner Uhr, ihr habt ab jetzt striktes Pfeifen- und Psychopathenverbot. Denn nur dann werdet ihr in der Lage sein, das Fitting zu bewältigen. Gebt mir noch diese eine Minute. Fitting. Nicht jeder kann gut Englisch. Aus to fit in, sich anpassen an die Anforderungen, wird bei einigen to be fit. Ne? In flippige Klamotten im Fitnessstudio durch die Gegend hibbeln. Ich sage ehrlich, Erfolg ist ein Marathon und kein Sprint.
aber es geht nicht darum, da draußen Marathons zu laufen, um fit zu sein. Fitting meint das Maßschneidern eurer Speech an das Zielpublikum. Das ist Fitting. Das Maßschneidern des Kleidungsstückes an das Model, das Maßschneidern eurer Speech an die Zielgruppe. Und von einem Profi-Speaker kann und will ich das erwarten. Und nun kommt der letzte Punkt 007, Individualität. Nur dann, wenn ihr ein Typ seid, seid ihr vorne mit dabei. Warum sollte ich euch sonst buchen? Ich könnte ja einen Film ablaufen lassen oder ich könnte die Leute die Bücher lesen lassen. Ich möchte eure Einzigartigkeit, eure Schrulligkeit, ich möchte eure Meinung und eure Ecken und Kanten. Nur dann wird es gelingen. Und damit schließt sich der Kreis zu 001. Wenn ihr nicht wisst, wer ihr seid, wisst ihr auch nicht, warum ihr antretet. Und wenn ihr wisst, warum ihr antretet, tut ihr es auf eure Weise. Und das ist das, was ich brauche. Guckt nicht, was die anderen tun, guckt das, was richtig ist für euch. Und in dem Sinne hoffe ich, ich habe euch für Pfeifen und Psychopathen verdorben und sage danke, dass ich meine Botschaft senden durfte. Dankeschön. Merci. Danke.